Herzlich willkommen bei Find the Flow, dein Podcast von Pferdemensch. Ja, hallo, da sind wir wieder. Heute hört ihr meine Stimme. Nina ist ein bisschen kränklich, ist zwar auch da, aber nicht ganz einsatzfähig, deswegen habe ich ein bisschen übernommen. Und wir haben uns heute wieder einen sehr spannenden Gesprächsgast, eine gute Freundin eingeladen, die liebe Sarah Schaffner. Ihr habt sie schon mal gehört zum Thema Jungpferde, so im Großen und Ganzen. Und heute haben wir uns vorgenommen, uns ein wenig weiter zu unterhalten. So ein bisschen ohne Leitfaden. Wir haben natürlich so ein bisschen uns unterhalten, worüber wollen wir sprechen, aber kein ganz genaues Konzept, kein Fragenkatalog und so weiter. Und lassen uns mal so ein bisschen treiben und schauen, wo wir hinkommen. Thema ist natürlich Biotensegrity als grober Überbegriff, aber ja, das Thema ist weitläufig und ich glaube, unser Gespräch wird auch weitläufig. Hallo Sarah. Hallo Alex. Schön, wieder dabei zu sein. Schön, euch zu hören und zu sehen, wenigstens über Zoom gerade. Und Biotensegrity ist einfach tatsächlich ein Thema, worüber wir drei, auch natürlich auch noch mit anderen, aber uns wirklich auch im echten Leben ständig und ganz häufig unterhalten und auch austauschen. Weil das ist ja, wird immer hipper, was ich gut finde, aber da gibt es so wahnsinnig viel Verkrümmung. Was auch gut ist, das ist so Entwicklung, aber da würde ich so gerne ein bisschen drüber schnacken. Was bedeutet das eigentlich? Woher kommen diese ganzen verschiedenen Strömungen? Und da so ein bisschen Gedanken mit euch austauschen zu. Ja, vielleicht gehen wir erstmal kurz darauf ein, was das überhaupt ist. Also Tensegrität ist ja ein Begriff, der grundsätzlich schon alt ist und auch in der Architektur viel Verwendung findet. Geht um gleichmäßige Spannungszustände, die im Endeffekt ein Konstrukt in der Balance, in der Stabilität halten. Jeder hat wahrscheinlich schon mal so eine Brücke mit Stahlseilabspannungen gesehen, die durch diese Seile in der Stabilität bleibt. Und wenn man da jetzt mit einer Flex hingehen würde, in Deutschland müsste man wahrscheinlich mehrere Seile durchschneiden, weil wir haben ja immer hohe Anforderungen an Stabilität und Sicherheit. Aber grundsätzlich ist das Ding so gebaut, wenn man ein Seil durchschneidet und die Spannung praktisch rausnimmt, fällt das ganze Konstrukt in sich zusammen. Oder wenn man die Spannungszustände natürlich in einem Seil ändert, ändert man grundsätzlich auch die Spannungszustände in dieser ganzen Konstruktion. Und dieses Tensegritätsprinzip ist über den Humanbereich, über den Begriff Biotensegrity natürlich auch in den Pferdebereich weitergetragen worden. Und damit ich jetzt nicht nur die ganze Zeit rede, sagen wir doch mal, die liebe Sarah, was sie sich darunter vorstellt, beziehungsweise vielleicht als kleine Ergänzung noch, im deutschsprachigen Raum hat das die liebe Maren Diehl in den Vordergrund gebracht, forscht da auch ganz viel dazu, hat Bücher geschrieben, Videos und so weiter, ist mit Sicherheit auch für euch eine gute Adresse, wenn man sich da ein bisschen weiterbilden möchte und forschen möchte. Maren Diehl ist der Name, falls ihr ihn noch nicht gehört haben solltet. Aber jetzt kommst du, Sarah. Was ist denn deine Idee von Biotensegrity oder Biotensegrität, wenn wir im Deutschen bleiben, beim Pferd oder im Zusammenhang mit dem Lebewesen Pferd? Okay, ich muss noch ganz kurz, auch Nina natürlich, hallo. Schön, bei euch beiden dabei zu sein. Ja, was stelle ich mir vor? Ich bin früh über das erste Buch von der Maren, Die Pferde sind nicht das Problem, auf sie aufmerksam geworden. Da ging es noch nicht so ganz nur konkret um das Thema Biotensegrity, aber war auch schon quasi ein Versuch, Pferdetraining irgendwie so nur aus dem altbekannten, traditionellen ein bisschen rauszuheben. Genau dementsprechend, also so von der Definition halte ich mich da ganz, ganz klassisch auch mit dem, was der Stephen Levin oder eben auch die Maren schreibt, oder wenn man das googelt, findet man das. Ne? Eben Biotensegrity in erster Linie ist ja mal das Übertragene in die Biologie, also in die Natur, in die Körper, was davor nur Tensegrity hieß. Und das hast du schon gut beschrieben, Alex. Und das wäre eben eine Konstruktionsweise, die den Bau von Strukturen ermöglicht, die bei minimalem Gewicht maximale Stabilität und Flexibilität aufweisen. Ja, die quasi in sich ein ganzheitliches System bilden. Was ohne, das ist eben der Unterschied zu dem, was davor lang als Maß der Dinge angesehen wurde, auch wenn man es überhaupt nicht
Also es war gar nicht so untermauerbar, also es hatte ganz viele Lücken, aber da hat man geflissentlich drüber hinweggesehen, ohne Hebel und Scherkräfte auskommt. Das ist vielleicht, was man auch noch dazu sagen kann. Also man hat in sich ein System, das ist aufgespannt, tensegral aufgespannt. Also Tension heißt da eben Spannung und Integrity heißt Einheit, also es ist eine Spannungseinheit. So könnte man das vielleicht sagen. Und in der Biotensegrity gehst du halt dann den Schritt weiter in belebte Körper. Ne? Also weg von der Architektur, da reicht eigentlich auch Tensegrität, weil das bewegt sich ja jetzt dann nicht so rum. Und ich habe es eben gerade nochmal vor unserem Podcast, weil zumindest das Thema grob Biotensegrity war ja klar, habe ich nochmal nachgelesen. Und die tatsächlich auch, die Maren Diehl hat in ihrem Buch dazu, was auch ins Englische übersetzt worden ist, aber so im deutschsprachigen Raum ist das eigentlich auch das Einzige, was man da so findet im Pferdebereich. Und da schreibt sie schön, Biotensegrity ist nicht schon wieder eine neue Technik, Methode oder Lehre, ganz wichtig, sondern Biotensegrity bietet einen riesigen Abenteuerspielplatz für Körper, Geist und Seele, bietet die Möglichkeit umfassender Erkenntnisprozesse und inspiriert dazu, sich ein neues Weltbild zu basteln. Biotensegrity ist eine Einladung. Ja, das lese ich hier vor, weil ich es tatsächlich schön finde. Und weil ich ja, es ist super passend und super ja, schön. Genau. Es ist super passend, weil wir unterhalten uns tatsächlich oft über dieses Thema, nicht wahr? Weil es eben schon, ja, seit jetzt auch ein bisschen länger immer mehr im Fokus ist von einigen Trainern oder Therapeuten auch. Also man hört es nicht nur immer öfter, sondern wird auch mit immer mehr Konzepten in Berührung gebracht, wie man das dann eben ja formen, fördern, trainieren kann. Da hatten wir jetzt auch vor kurzem eine größere, also immer mal wieder größere Debatten. Ist das denn überhaupt trainierbar? Ne? Also was ist das denn eigentlich? Jetzt haben wir eine Definition dazu, aber um es vielleicht, wenn man es dabei belässt, wenn ich jetzt direkt an Marens schöne paar Sätze da anknüpfe, dieses in sich geschlossene, aufgespannte System, was eine Einheit bietet, die sich immer wieder versucht auszunivellieren, stabil und flexibel gleichzeitig, ist ja in sich auch so ein Stück weit ja, integer. Integrity heißt ja auch noch was anderes, nicht wahr? Integer heißt so ein Stück weit auch vielleicht sogar unantastbar. Und von dem her, was trainieren wir denn da eigentlich? Also ich habe da schon meine Ideen, ich möchte jetzt aber euch erstmal noch kurz zu Wort kommen lassen. Was denkt ihr denn, was trainieren wir denn da eigentlich? Ich habe schon so meine Ideen. Meine spontane Antwort, vor allem erstmal uns selber. Ich finde, ja, Biotensegrity hat bestimmt auch viel mit Training zu tun, aber ich glaube, es kommt viel mehr darauf an, was wir für eine Idee haben. Also wie ich finde tatsächlich, das ist fast klein, so ein klein bisschen so eine Weltanschauung oder ja, so eine oder auch eine Philosophie, wie ich die Welt betrachte, wie ich Dinge betrachte, wie ich Sachen verstehe, ob ich Sachen festschreibe, entstehen lasse, ausprobieren lasse, ich selber und auch mein Gegenüber, und zwar in allen Belangen. Das bezieht sich auch ja überhaupt nicht nur auf den Körper oder auf irgendwelche Strukturen, sondern ich finde, und ich bin ja lange nicht da mit diesem Begriff oder mit dieser Weltanschauung, die es so ein bisschen für mich ist, wo ich mich selber ganz viel ausprobiere und beschäftige, wo ich sein möchte oder wo ich hoffentlich irgendwann mal bin. Aber ich finde, das macht wahnsinnig viel mit einem selber und auch mit den Pferden. Ich arbeite ja immer total gerne mit inneren Bildern und diese inneren Bilder sind halt, finde ich, ganz, ganz ausschlaggebend. Was habe ich für Vorstellungen? Weil mit denen arbeite ich, ob ich das jetzt will oder nicht. Das kann mir bewusst sein oder auch nicht. Und ich finde, so eine Entwicklung, also ich kann das bei mir selber nachvollziehen, ich schicke da was anderes zu den Pferden und ich kommuniziere mit denen anders und ich habe eine andere Vorstellung. Und ich glaube, das alleine kann sehr viel machen. Und das bezieht sich dann natürlich auch aufs Training. Und es kann immer weitergehen. Aber das ist für mich erstmal jetzt gerade so in meiner Entwicklung das Wesentlichste tatsächlich. Alex. Genau, Alex. Ich sehe das sehr ähnlich. Allerdings, ich denke ja auch immer viel nach. Ich bin ein kritischer Mensch, ich bin ein Mann und ich bin auch, mir ist Logik immer sehr wichtig. Und im Endeffekt ist Bewegung ja Physik. Ist nicht mehr und nicht weniger, auch wenn manche Leute sagen, Pferdebewegung, Reiten hat nichts mit Physik zu tun. Doch, es ist hundertprozentige Physik, immer.
Und was mich so ein bisschen, wo ich immer so ein bisschen überlege und was mich immer so ein bisschen stutzig macht, dass es immer so zweigleisig läuft. Der eine sagt, dass wir haben Biomechanik, das sind Hebel, und der andere sagt, dass wir haben Biotensegrity, das sind Spannungszustände. Aber eigentlich sind Spannungen ja nichts anderes als Hebel mit weicheren Materialien. Also auch da entstehen ja in irgendeiner Art und Weise Spannungsrichtungen, die dann wieder Hebel beeinflussen, die zum Beispiel dann wieder zwischen weichen und festen Strukturen vielleicht entstehen oder auch nur in weichen Strukturen, je nach Härte und Stabilität der Struktur, kann da ja auch ein Hebel, der aber natürlich, der wäre auch wieder berechenbar tatsächlich, dadurch, dass die Struktur flexibel ist, entsteht. Und insofern ist es, ich weiß, das ist ein bisschen wehr, aber ich möchte Sachen, wenn ich sie, wenn ich mich mit was beschäftige, auch komplett verstehen. Und das geht dann aber im Endeffekt so ein bisschen in die Richtung, was ich ein bisschen schade finde, dass man dann auch wieder Sachen so unterscheidet. Dies ist das und das ist das. Ich glaube, es geht alles zusammen, wenn wir jetzt mal für den biotensegralen Denkenden das böse Wort Biomechanik mit reinnehmen und für den biomechanisch Denkenden das böse Wort Biotensegrity mit reinnehmen. Dann könnte ich jetzt mal ganz plump sagen, wir haben in beiden Worten Bio mit drin. Also irgendwas ist schon ähnlich dabei. Und ich glaube, die Idee, die wir in der Pferdeausbildung haben sollten, ist nicht, uns von irgendwas immer komplett zu verabschieden, sondern auch gucken, wie können wir mit den einzelnen Bausteinen, in diesem Fall wäre es jetzt Biotensegrität und Biomechanik, den anderen auch positiv beeinflussen und nicht irgendwas komplett hinten runterschmeißen, um was anderes uns anzueignen. Und ich glaube, es geht zusammen. Wie so vieles im Leben geht es in irgendeiner Art und Weise zusammen und erklärt sich auch gegenseitig. Das glaube ich auch. Also ich würde es auch nicht komplett auseinander. Also ich würde es auch die Trennung lange nicht so klar vollziehen, wie das andere momentan so tun. Ich würde damit so umgehen, dass ich quasi das, was sich bewahrheitet hat, das würde ich weiter mit übernehmen. Und das, wo sich halt große Zweifel hinten anstellen, darüber kann man ja nochmal neu nachdenken. Und wenn man jetzt eben Mechanik, ich glaube, das, wo sich da manche dran stören an der Biomechanik, ist nicht mal eben die Funktionalität von Gelenken zum Beispiel, dass die fix vorgeschrieben sind, einfach eben dadurch, wie ein Gelenk gebaut ist, also auch wieder Anatomie. Und da kann man natürlich, wenn man dann mit Scharnieren und Kugelgelenken, ja, kann man sagen, okay, vielleicht haben wir da doch den einen oder anderen Hebel im Sinne von einem Pferdebein oder so mit dran. Ich glaube, wo sich da das Gefühl wahrscheinlich sogar mehr als das Hirn dran aufhängt, ist das Wort Mechanik im Sinne von mechanisch. Und das finde Im ich, ist Sinne von, darüber. ich mache hinten was und vorne passiert das. Ja, oder halt so maschinell. Ja, mechanisch hat oft was mit Technik und mit eben ein Fahrrad, du trittst in die Pedale und dann passiert das eine Leute. andere. Ja, und das ist das, wo sich auch mein Gefühl so ein bisschen dran reibt mit der Mechanik. Das hat nicht, das ist gar nicht, Ich dass ich aber das auch ein dass ich Fahrrad. Ich habe gerade letztens zum Beispiel ein Video gesehen von einer neuen Fahrradantriebsvariante, die über Gummibänder funktioniert. Das ist auch ein mechanischer Antrieb, der aber über Spannungszustände im Endeffekt Ja, stimmt. funktioniert. Und dann sind wir halt auch in der Tensegrität in irgendeiner Art und Weise. Bin kein Physiker, vielleicht bin ich jetzt auch falsch, aber auch das ist ja in irgendeiner Art und Weise eine Mechanik oder das Anspannen einer Bogensehne. Und da sollten wir, glaube ich, weiß, was du meinst, ja, klar. Aber ich glaube, da sollten wir einfach so ein bisschen runter von kommen, dass wir uns da an Sachen stören, sondern wie mit allem in der Reiterei oder im Leben einfach suchen nach sinnvollen Verbindungen und Gemeinsamkeiten und nicht immer Genau. Unterschied rauskehren, weil ich glaube, das blockiert uns. Und das blockiert im Endeffekt wahrscheinlich dann oder mit Sicherheit auch die Pferde. Aber nochmal ganz kurz, was Nina vorher sagte, das ist für mich tatsächlich, ich versuche auch diesen logisch-physikalischen Teil von mir immer weiter nach hinten zu schieben, auch wenn er mir wichtig ist, aber halt auch viel im Gefühl zu arbeiten, viel zuzulassen. Und für mich ist tatsächlich bei der Biotensegrity immer ganz wichtig, dass es was Großes wird. Groß nicht im Sinne von eine Piaf, sondern groß im Sinne von Stolz, präsent, das Pferd, der Reiter. Wir hatten letztens gerade ein ganz spannendes Beispiel mit unserer Praktikantin, wo wir in der Reitstunde eigentlich nur drüber gesprochen haben, pass auf, du musst wissen, was du möchtest. Du musst das Bild davon haben, was du möchtest. Und du musst im Endeffekt durch deinen Stolz, durch deine Präsenz, durch deine positive Spannung dem Pferd nur zeigen, was du für eine Vorstellung hast. Und das Pferd,
wenn alles gut läuft und du lässt es zu, wird dir folgen in diese Bewegung, in irgendeiner Art und Weise. Und das hat toll geklappt. Der Stunde so toll funktioniert, ja. Genau. Alex war richtig philosophisch und Eva konnte das ganz toll umsetzen und Thales mit ihr. Also das war ganz, ganz schön. Das war halt eigentlich keine Technik. Technik braucht man auch, denke ich, schon. Ja. Das hat alles eine Berechtigung. Aber im Endeffekt kommt es auf das, was Alex gerade so plump beschrieben hat und was sich so einfach anhört. Ja, was man viel ausschmücken kann. Aber ich glaube, letztendlich geht es darum. Aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, weil das sagte Nina gerade am Anfang, gerade zum Thema Biotensegrity, es gibt ganz viele verschiedene Strömungen mittlerweile. Es gibt ganz viele verschiedene Lehren. Es gibt immer mehr Leute, die irgendwo auf der Visitenkarte Biotensegrity mit draufstehen haben. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach teilweise nicht so greifbar ist. An dem Punkt, wo ich was wirklich wissenschaftlich, physikalisch erklären, beweisen und darstellen kann, trennt sich die Spreu vom Weizen, weil da kann ich halt irgendwann nicht mehr sagen, ja, das ist so und das ist so, weil du musst es fühlen und du musst dies und das. Ja, ist alles wichtig, ist total wichtig, aber da kann ich auch ganz viele Konstrukte drumherum bauen, weil keiner das Gegenteil beweisen kann. Und das ist natürlich... Ist bei Biomechanik ja aber dasselbe. Da gibt es ja tausend verschiedene... Nein, in der Biomechanik hängt es tatsächlich mehr daran, dass Sachen einfach diagnostisch bisher nicht dargestellt und erforscht werden. Okay. Jetzt werden sie das mehr und mehr und damit werden ganz viele Meinungen oder Lehren, die sich über die letzten Jahrhunderte entwickelt haben, leider ad acta gelegt oder glücklicherweise ad acta gelegt und es kommen einfach neue Erkenntnisse dazu. Lange noch nicht alles, da gibt es noch viel zu erforschen, aber das sehe ich zum Beispiel als einen positiven Punkt daran, weil wenn mir jetzt als Reitlehrer irgendjemand irgendwas erzählt, ich sage zum Beispiel zu meinen Reitschülern, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade hier den Faden übernehme, versuche mich zu beeilen. Wenn wir jetzt Reitschülern immer, wir können alles diskutieren, du musst es mir nur logisch darstellen und es muss irgendwie auch Sinn machen. Und wenn mir dann jemand irgendwas erklärt, von dem ich einfach zum Beispiel weiß, das ist biomechanisch jetzt beispielsweise nicht der Fall, weil es gibt Studien und Untersuchungen dazu, es stimmt einfach nicht, dann habe ich eine Argumentationsbasis, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Das ist jetzt gar nicht schlimm. Grundsätzlich können wir ja mal über alles sprechen. Aber wenn wir natürlich kein Fakt haben, über den wir diskutieren, der darstellbar, belegbar und bewiesen ist, dann kann jeder halt irgendwas meinen, aber im Endeffekt kommt wahrscheinlich vielleicht nichts rum, was richtig ist. Andererseits kommen natürlich ganz, ganz viele tolle, spannende Ideen zustande, mit denen man wieder arbeiten und weiterforschen kann. Hat Positives und Negatives. Und wie war die, Sarah, was du vorhin von Maren ja so schön vorgelesen hast, es ist eine Einladung zum Ausprobieren, ein Abenteuerspielplatz oder wie auch immer, da sind wir so ein bisschen da. Und das ist ja auch so ein bisschen anscheinend, was passiert. Nur wenn man ausprobiert, dann sollte man sich, glaube ich, ja immer klar sein, dass es halt ein Ausprobieren ist und dass es nicht die einzige Wahrheit sein muss, dass es in dieser Situation zu diesem Mensch und Pferd jetzt passen kann, aber das nicht heißt, dass es auf alles andere übertragbar ist. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein wesentlicher Unterschied, oder Sarah? Sag mal, was meinst du? Total, ich meine, das sieht jetzt halt keiner außer ihr. Ich nicke ja die ganze Zeit fröhlich, wenn einer von euch beiden was sagt, aber das geht uns, glaube ich, oft so. Ja, es ist sowieso ist nicht alles so festgeschrieben, wie wir uns das als Menschen, glaube ich, im Generellen wünschen würden oft. Ja, eine einfache Lösung für was auch immer, für ein Problem. Das Ganze ist, ich finde, auch recht philosophisch viel weitragender als nur Pferdetraining, hat eben viel mit uns selber zu tun. Ich arbeite auch sehr, 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 sehr viel mit inneren Bildern, die sich dann, und aber auch diese inneren Bilder gehen natürlich auch direkt über in meine eigene Haltung, in meine eigene Präsenz, in mein eigenes Auftreten, und das reflektieren die Pferde halt eins zu eins raus. Das wird jeder, egal von welchem Stand er kommt, wird es schon mal erlebt haben in der einen oder anderen Art und Weise, dass Pferde haben ja auch sehr, sehr viele Spiegelneuronen. Also das ist zum Beispiel ein Fakt. Ja, das ist sogar wissenschaftlich belegt, dass Pferde von unseren Landsäugetieren unfassbar viel Spiegelneuronen haben. Also die geben sehr klar wieder, was sie im Außen erleben dafür. Und so könnte man das jetzt sogar
erklären, warum innere Bilder, die da zu einer eigenen Haltung, äußere Ausstrahlung führen, warum die Pferde das besser übernehmen als andere Sachen oder jetzt vielleicht nicken auch. Wir. Was? Jetzt nicken wir. Ja, genau, jetzt nickt ihr, genau. Und jetzt muss ich kurz noch mal einhaken, weil jetzt ist so viel gesagt worden. Wo waren wir noch beim Training an sich? Dass sie größer werden, genau da wollte ich noch was. Das hat nämlich, es gibt nämlich schon ein paar Fakten, um auch den Denker in uns zu befriedigen. Wir können uns auch für die Biotensegrität, können wir uns schon eben auf neueren Erkenntnissen oder könnten ja einfließen lassen. In der Anatomie kommen wir immer mehr drauf auf die Rolle von unserem Fasziensystem, was ja mit der Tensegrität, mit der Biotensegrität ganz, 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 ganz eng verknüpft ist. Man könnte auch sagen, dass es halt zusammen mit den Muskeln, aber vielleicht sogar in erster Linie diese Faszien, sind eben die flexiblen Strukturen, die ja beschrieben werden in diesem System. Also es ist ja ein Netz aus Zugspannung, ne? Und wir haben feste Elemente da drin. Diese festen Elemente bei uns im Körper wären die Knochen, die aber dann halt nicht wie im vorherigen System quasi als das gesehen werden, was das Ganze begründet und alles andere ist dran aufgehängt, sondern das ist ja dann plötzlich andersrum, ne? Alles andere ist da und die Knochen schaffen quasi so ein bisschen den Abstand. Das ist auch für die Biomechanik, wenn wir dabei bleiben wollen, nochmal ganz wichtig, weil wenn wir den Unterschied also verstanden haben, weil einmal kommt Kompression auf die Gelenke, einmal nicht. Na, das hat der Alex auch habt ihr beide schon in euren anderen Sachen auch gut beschrieben, in eurem Webinar, habe ich selbst gehört, würde ich genauso unterschreiben, erkläre ich auch schon lange so. Wenn ich einen Faszienkörper habe, der eben dann normal, also ich würde es jetzt mal, da muss ich weit ausholen, aber der auch wissenschaftlich begründbar höchstwahrscheinlich ein bisschen eher in sein volles Potenzial kommt, wenn wir in einer tensegralen Art und Weise nicht die Mechanik ausschließen, sondern aber vom Denken in einem etwas anderen Ansatz, nämlich ein von innen größer werden und sich aufspannen, sodass Platz zwischen die Knochen, Platz in die Gelenke kommt, könnte besser sein für die Körper, als wenn wir eben in einem System denken, wo die Knochen fix aufeinander sitzen und quasi die Muskeln diese Knochen bewegen. Ne? Also da gibt es auch noch mehr, also Bandscheibenvorfälle zum Beispiel beim Mensch, wenn man sich das jetzt anschaut, geht man mittlerweile auch davon aus, dass es halt ein Problem ist, wenn die Faszien zu verklebt sind, alles zu eng sitzt, dass die Bandscheiben sind eben nicht dazu gedacht, irgendwie zu puffern, sondern das sind nur quasi wie so Schienen, die Knochen grob da am Platz halten, na? Und der Faszienkörper spannt das quasi auf. Und da kann man dann eben schon auch gucken, gibt es ja auch jetzt gerade ein wunderbares neues Buch, ich habe es sogar hier neben mir liegen, Equine Myofascial Kinetic Lines, kennt ihr bestimmt auch schon, falls ja, nicht. Ja, habe ich aber noch nicht. Ja, musst du dir anschaffen, ist ein cooles Buch. Da steht zwar Core Profession, was? Steht ganz oben auf der Liste. Ja, das ist ein gutes Buch, For Professionals steht da, kann aber, muss jetzt nicht For Professionals, kann jeder sich mal angucken, der da Lust zu hat. Anatomie, Funktion, Symptome und Treatment. Treatment ist dann vielleicht eher was für die, die da schon länger was mit haben. Aber was man da eben schön sieht in den Bildern, selbst wenn man gar keine Ahnung sonst hat, hier unten siehst du das kleine Bild hier, na, ist, dass es eben ganz viele so Züge und Ketten sind. Und auch wenn das auch schon wieder ein halbstrittiges Thema unter den Anatomie-Freaks ist mit diesen Zügen, also dass es wirklich so ganz strikte Linien gibt, so ein paar... Mehrere verschiedene, die ventrale, die dorsale, die spinale, das ist jetzt genau, die ganz klar festgeschrieben sind, weil unsere Zuhörer sehen ja jetzt gerade nicht das Bild, genau. Aber es gibt eben noch viel mehr als das, also da sind sie jetzt auch, man erforscht das seit den 80er Jahren grob, 2000er ist das mit den Faszien größer geworden, das ist ja jetzt alles noch kein unfassbar langer Zeitraum, da sind sie fleißig dabei und schönerweise bestätigen die Ergebnisse eben eher so ein freieres Training, könnte man jetzt auch ansagen, ein bisschen größeren Ansatz, weil es ist zum Beispiel auch ein sehr emotionales Gewebe. Ne? Also da gehen wir ja dann auch schon einen Schritt weiter, wenn wir sagen, okay, die Faszien haben viel zu tun mit Biotensegrität, weil das ist ein Gewebe, da wollen wir irgendwie mehr mitmachen und das auch erreichen in unserem Training. Wie machen wir das?
kann man natürlich über Propriozeptionstraining gehen. Das ist jetzt das, was schon größer ist, mit Balance Pads, mit Körperbändern. Also Propriozeption, wie Gefühl dafür zu entkriegen, wo befindet sich mein Körper im Raum, so ganz grob als Definition, ne? Körperwahrnehmung, wie kann man besser schulen. Na, dass er damit könnte man da rangehen, aber es reicht halt tatsächlich nicht. Und jetzt nur aus meinem Alltag gesprochen, ich komme schönerweise mit sehr, sehr vielen Pferden in Kontakt, auch in Nahen, und ich glaube, euch geht es genauso, weil ich weiß, wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten. Die innere Einstellung, nicht nur von uns selber, sondern auch die von den Pferden, eben was der Alex vorher gemeint hatte mit, ich möchte gern, dass die größer werden. Die müssen jetzt keine Piaffen und Passagen machen, aber ich möchte gern, dass die größer werden. Das ist mein Trainingsziel seit ein paar Jahren, eben seit ich dahinter gekommen bin, was vielleicht wichtig sein könnte auch. Die müssen größer werden, innerlich und äußerlich. Ja, dass sie sich heben, dass sie tragen, dass sie uns mit Stolz hochdrücken und sagen, kein Problem, easy. Da brauche ich eine innere Größe dafür. Ne? Da sind wir an einem ganz wichtigen, interessanten Punkt, finde ich. Diese äußere Größe, die ist vielleicht noch ein Stück weit trainierbar oder mit gewissen Reflexen oder whatever. Manipulierbar. Aber vielleicht auch das ganze Pferd, würde ich vielleicht noch sagen, aber so ein Stück weit, aber diese innere auf jeden Fall nicht. So, Schatzi, Alex tippt mich ganz. Nein, alles gut. Also ich wollte noch mal sagen, ich bin ja natürlich komplett bei euch, ne, in den Gedanken der Biotensikrität, aber einer muss ja auch immer so ein bisschen den kritischen Part einnehmen, sonst wird es ja langweilig für die Zuhörer in diesem Fall. Ich habe, glaube ich, ein schönes Beispiel, also was du auch gerade meintest oder was ihr gerade meintet, das Pferd groß. Du sagtest, man kann das manipulieren, trainieren. Ein Stück weit kann man das, glaube ich, auch, den Körper so ein bisschen hinmanipulieren, damit es halbwegs so aussieht. Aber wenn es richtig ist, dann muss es die Entscheidung vom Pferd sein. Es muss eigentlich, also erstmal kommt die mentale Tensegrität, um die in den Körper, in die physikalische Mentalität dann durchzulassen. Würde ich jetzt einfach mal so für mich entscheiden. Würde ich 1000% so unterschreiben. Und ich habe zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ich habe gerade nur gesagt, Piaffe Passage, weil groß, na, hörte sich jetzt, sollte nicht nach großer Lektion, sondern groß im Sinne von körperlich groß und aufgespannt klingen. Aber ich habe zum Beispiel ein praktisches Beispiel. Ich habe eine Reitschülerin, eine sehr gute Reiterin, darf ich nachnennen? Tut das Not? Kann ich machen. Die Sarah Wieser, die hatte ich letztens wieder auf dem Kurs. Die wohnt in der Eifel. Also wenn jemand einen guten Berittplatz sucht, hier noch ein bisschen Werbung, aber egal. Und die hat einen jungen Lusitano, den hat sie sich gekauft. Den begleite ich jetzt schon eine ganze Weile, immer mal wieder auf dem Kurs. Und die ist sehr engagiert und sehr fein in ihrer Reiterei. Und da haben wir einfach letztens durch dieses Fließenlassen der Energie, ist auch keine ängstliche Reiterin, die weiß, was sie tut, trotzdem Losgelassenheit und den Trab in der Kraft, sage ich jetzt mal, in der Größe, in der Aufspannung, so im Tempo praktisch verringert und das Pferd so in die Balance gebracht, dass da die ersten Piaff-Tritte rauskamen, ohne dass da jemand mit einer Gerte hinterher rennt oder das Pferd touchiert oder irgendwas, weil es einfach die Idee des Pferdes war, beziehungsweise nicht mal die Idee der Reiterin, hatten wir nicht auf dem Plan, wir haben nicht gesagt, das wollen wir jetzt erarbeiten, um Gottes Willen. Das ist halt passiert. Und ich glaube, das ist das, worum es auch im Pferdetraining so ein bisschen geht. Wir haben schon eine Idee, aber gar nicht von der Lektion, sondern eigentlich eine Idee von der Bewegung, eine Idee von Raumeinnahme, von Größe, von Aufspannung, was ihr alle schon gesagt habt. Und dann gucken wir, was kommt dabei raus, gemeinsam mit dem Pferd und erfahren und erleben praktisch das, was dabei rauskommt. Und schauen dann, ist das was Gutes? Ist das vielleicht nicht ganz so super? Ist das eine tolle Geschichte? Und entscheiden dann zusammen, was wir damit machen, was wir damit entwickeln. Genau, ja. Jetzt komme ich. Ich glaube sogar, dieser Fokus, hättet ihr diesen Fokus genommen, auf dies oder das? Mhm, genau, jetzt nicht. Also auf jeden Fall nicht positiv oder schön. Nein, wir hatten beide nicht den Fokus. Weißt du, was ich meine? Deswegen glaube ich, wenn man sich, also ein Fokus ist immer gut zu haben. Ja. Aber ich glaube, dann verlässt man halt dieses Spielfeld oder diesen Abenteuerspielplatz oder dieses, wir schauen mal, was wir zusammen tun, wenn man jetzt zu, ne? Und das finde ich ganz spannend. Und das ist für mich ein wichtiger Part von Biotensegritäten, Denken oder Leben oder Zusammensein. Ja, also du hast absolut recht. Ich hatte die Idee nicht.
Die hat sich dann entwickelt und sie hatte die Idee auch nicht. Hätte ich ihr vorher die Idee mitgeteilt, die ich habe, wäre es mit Sicherheit irgendwas geworden, aber nicht das, was wir als Plan hatten. Das wäre nicht so schön geworden, nicht so toll geworden. Also wir haben zusammen entdeckt. Aber jetzt habe ich mal eine ganz ketzerische Frage an euch beide. Wir haben ja gerade gesagt, es gibt so viele verschiedene Strömungen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also wir sind ja jetzt, soll jetzt nicht doof klingen, aber wir sind ja alle irgendwie vom Fach. Das heißt, wenn ich mir jetzt Sachen angucke, wie Leute mit Pferden arbeiten, auch vielleicht Leute, die jetzt relativ präsent sind in den Medien und auch relativ bekannt sind, dann kann ich schon sehen, okay, das ist vielleicht die und die Idee, ob ich die jetzt gut finde oder nicht, aber ich kann das nachvollziehen in irgendeiner Art und Weise und kann dann für mich entscheiden, macht Sinn für mich, macht vielleicht keinen Sinn für mich oder für dieses Pferd ja, für dieses Pferd nicht. Aber jetzt haben wir ja ganz viele Leute da draußen, die sich da vielleicht noch nicht so doll mit befasst haben und deswegen auch so einen Podcast hören. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe jetzt gerade zwei Menschen im Kopf, wir nennen jetzt mal gar keine Namen, aber ich glaube, ihr wisst, von wem ich rede. Die sagen beide, sie machen biotensegrales Training mit ihren Pferden. Und wenn ich mir das jetzt aber als Laie erstmal angucke, dann sind das zwei komplett verschiedene Sachen. Das ist was ganz anderes, was die da beide machen. Jetzt ist natürlich meine Frage, kommt das, wie funktioniert das? Weil beide mit demselben Überbegriff, aber ganz anderes Bewegen im Pferd und auch im Menschen. Das ist was komplett unterschiedliches. Was habt ihr denn da für eine Idee zu? Sarah, starte doch mal. Ich starte und ich kann nur vermuten, ich glaube, wir können uns auch sparen, Namen zu nennen. Ja, bitte. Ja, genau. Aber ich habe auch sehr, sehr unterschiedliche Bilder gerade im Kopf zu tensegralem Thema oder dem, was darunter läuft. Ja, dass wir da unsere eigenen Gedanken uns machen und vielleicht ein bisschen was abschätzen können, ist gut und schön. Genau, aber was können wir sagen? Worauf kann man denn im Allgemeinen vielleicht gucken? Und das, wo ich persönlich, also warum geht das? Weil jeder persönlich versteht was anderes und versucht, was umzusetzen, nach dem Stand, wo er jetzt halt gerade ist. Ne? Das mag sich ja auch bei jedem verändern und hat so viele Parameter und Faktoren, das lässt sich jetzt bestimmt nicht irgendwie einfach runterbrechen. So ist es mit fast allem im Leben. Das ist auch tensegral. Das ist gut, genau. Zu komplex, um jetzt zu sagen, das ist so. Von dem her, den Schuh ziehe ich mir erst gar nicht an. Für mich sind die Parameter, auf die ich persönlich achte, wenn ich mir Sachen anschaue, was andere mit Pferden machen und ob ich das jetzt dann selber spannend finde, um da vielleicht näher hinzugucken oder vielleicht auch mal Sachen ausprobieren würde bei meinen eigenen Pferden, wenn ich es nicht von vornherein durch anatomische Parameter ausschließen kann. Also wenn ich mir Sachen angucke und ich sehe, okay, da wird ja, der Hals wird stark gebogen oder das Pferd wird zwanghaft längerfristig in irgendwelchen Haltungen fixiert durch wahlweise Hilfsmittel oder reiterlichen Einfluss, dann verliere ich persönlich mittlerweile sehr schnell mein Interesse, da noch näher hinzugucken bei solchen Trainingsansätzen, weil sich das für mich halt, ja, tatsächlich widerspricht mit dem, was nicht nur mein Wissen, sondern auch meine Überzeugung ist, wie man mit Lebewesen im Allgemeinen umgehen sollte, aber auch im Sinne auf eine physiologischere, bessere Bewegung als Reitpferd tatsächlich sogar, widerstrebt mir das. Ne? Oder habe ich aussortiert oder sortiere ich immer weiter aus, weil sich es halt nicht halten lässt, sowohl von einer wenn man jetzt aus dem Humanbereich auch schon mal wieder die Ergebnisse mit einbezieht aus den Sportwissenschaften, das habe ich, glaube ich, immer schon mal, also erzähle ich meinen Kunden auch öfter mal und haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Du kannst halt in dem Moment, wo du passiv stark an etwas herum manipulierst, dann kannst du vielleicht noch eine Bewegung erzeugen, aber im Gehirn bahnt sich da nicht zwangsläufig dann was Neues an. Also die Pferde übernehmen diese Bewegung nicht dann unbedingt in ihr eigenes Tun, sondern die musst du halt immer wieder herstellen. Das heißt, du musst dann halt immer wieder unten irgendwie was, ja, im Endeffekt, wenn nicht mit den Händen manipulieren, dann mit den Füßen, mit den Sporen, mit der Gerte, was auch immer, mit den Zügeln irgendwas machen und dann machen die schon was. Ob das wirklich ist, was wir wollen, ist eine andere Geschichte. Und zum anderen ist es halt, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel diese Hälse stark biegen, da gibt es tatsächlich eben auch anatomische Parameter und Studien, wo wir dann wissen, naja, ob dann der restliche Körper noch sehr viel Vernünftiges tun kann, ist jetzt eher fraglich.
Und wenn darauf zum Beispiel Ausbildungskonzepte beruhen, dann frage ich mich schon, muss ich mir das näher angucken. Hingegen so ein bisschen ein einfacherer, neutralerer Aspekt ist vielleicht, guck doch den Pferden ins Gesicht. Ne? Also wenn die Pferde und auch die Reiter oder die mit ihnen arbeitenden, wenn das alles sehr verbissen ist und sehr, ja, sehr strikt oder die Pferde dann oft sogar fast schon leider echt wirklich sogar zum Teil mit einem Schmerzgesicht auf jeden Fall, aber sehr gestresst, dann widerspricht sich das für mich auch mit einem tensegralen Trainingsansatz, wo ich eben möchte, dass ein Pferd in einer gesunden Aufspannung, in einer gesunden Spannung läuft. Und da kann ja jeder mal mit sich selber oder mit einem Freund einen Versuch machen, wie sich das anfühlt. Das mache ich auch manchmal mit Menschen, um ihnen das näher zu bringen. Und du stehst neben denen und du drückst überall rein, na? Und willst aber dabei, dass der sich innerlich aufspannt. Na? Also du drückst und ziehst die ganze Zeit an dem rum. Und klar, manche spannen sich dann aufgrund von Selbstschutz oder dagegen gehen. Aber das ist nichts, wie wenn ich daneben stehe und sage, hey, und versuche dem das zu erklären quasi oder fasse ihn sanft an und leite da vielleicht noch eine Bewegung ein, aber versuche ansonsten ihm quasi mit meiner eigenen Präsenz was vorzumachen, was auch der Mensch tatsächlich dann übernimmt. Könnt ihr mal ausprobieren. Die Haltung wird eine ganz andere und das Gefühl dabei ist ein anderes. Ja, das eine, das ist eher unangenehm und führt jetzt nicht zwangsläufig dazu, dass das Gegenüber sich groß macht und besser vorkommt und stolzer wird, sondern ist, selbst wenn vielleicht eine Gegenspannung hervorgerufen wird, halt eher eine Gegenspannung. Ne? Aber kein in sich ruhendes Größerwerden, weil sie merken, ich habe eine richtige Idee gehabt, jetzt probiere ich das mal aus. Der andere findet es voll cool, der freut sich voll, dann mache ich da mal weiter. Also eine ist eher eine positive Bestätigung, die dann hoffentlich irgendwann in eine intrinsische Motivation mündet, funktioniert ganz gut. Und das andere ist halt immer über ein äußeres Herstellen, Anleiten, also da, ohne Selbstständigkeit. Na, das sind zum Beispiel so Parameter. Selbstständigkeit. Übertrage ich den Pferden eine Selbstverantwortung für ihren Körper oder nehme ich das konsequent in meine Verantwortung und sage, ich weiß am besten, wie du dich zu bewegen hast. Das sind zum Beispiel auch noch so grundprinzipielle Sachen. Ja? Also bin ich der Ansicht, dass ein Pferd versucht, also schon mal grundprinzipiell, ich persönlich bin der Ansicht, so ein Lebewesen wird wahrscheinlich sich so versuchen zu bewegen, wie es sich selber am wenigsten schadet. Ne? Also Menschen nicht, da gibt es auch selbstzerstörerische Tendenzen. Pferde eher, also die normalen Naturlebewesen eher nicht so, also Pferde auch nicht so. Es ist naheliegend für mich zu denken, dass ein Pferd eigentlich sich so bewegt, wie es das am besten hinkriegt mit der Aufgabe. Und wir sind immer gerne in dieser Hoheit als Mensch an sich zu sagen, ja nee, ich weiß es aber besser. Also machst du das jetzt so und so, ganz genau so, weil dann kommt bestimmt das heraus, was ich mir dabei denke. Ob das jetzt im Allgemeinen so gut funktioniert oder nicht, lasse ich jetzt mal dahin. Also ich sehe es nicht, dass das so gut funktioniert. Ich finde, das funktioniert bestenfalls oberflächlich und dann hinterher hat man oft die Schäden dabei. Und das andere ist halt zu sagen, okay, das Pferd ist selbstverantwortlich in seinem Körper und ich versuche ihn da kompetenter zu machen, ihm zu helfen, Möglichkeiten zu erfahren, selbst vertraut, selbstbewusst und selbst kompetent zu werden mit Bewegung. Und da kann man, also da unterscheide ich dann schon, ob das eher eine Tensegrale, das ist für mich tensegral und das andere sind eher sehr, sind schon noch sehr traditionelle Ansätze, die nicht alle schlecht sind, aber das macht halt schon einen großen Unterschied von der grundprinzipiellen Herangehensweise. Klobig. Ich kann das total gut nachvollziehen, alles, was du sagst. Ich bin da manchmal so ein bisschen zwiegespalten oder ich bin da insgesamt so ein bisschen zwiegespalten. Weil dieses eine Training, von dem du so erzählst, was ja im Moment sehr hip ist oder einen sehr großen Boom erlebt, ich kenne mich damit nicht gut aus. Ich bin da so ein bisschen nur drüber informiert. Ich verstehe das oder so, ne, ich will jetzt mal nicht irgendwie dem ablehnend gegenüber sein oder so. Ich bin Osteopathin für Pferde und ich kenne solche Techniken, die da ja teilweise in der Bewegung betrieben werden, eher so aus der Osteopathie und aus der Physiotherapie, dass man halt irgendwo Dinge löst und dann zum Beispiel den Hals stärker abstellt, um bestimmte Muskelgruppen zu lösen oder sowas. Und das finde ich auch legitim, weil ich glaube,
Ich bin auch jemand, der denkt, Faszienmassage, Osteopathie, Physiotherapie, das kann man alles wunderbar ergänzend nutzen, um Pferden zu helfen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das für einige Pferde ein guter Anfang sein kann, den Dinge zu nehmen, zum Beispiel extreme Verspannung. Wir haben ja selber auch ganz unterschiedliche Pferde und ich habe selber eine Stute, die Isria, der ich immer gerne zugetraut hätte eine Zeit lang, dass sie, was du so schön beschrieben hast, Sarah, dass sie selber wissen, wie sie sich besser bewegen. Ja, das wünsche ich mir auch sehr. Das hat Isria eine Zeit lang definitiv nicht getan, weil sie aus dieser Mühle nicht rausgekommen ist, weil sie einfach saukrank war. Und das würde auf unsere anderen Pferde hier nicht zutreffen, aber auf Isria, ich kenne das also, wie doll ein Pferd in solchen Mechanismen stecken kann, auch körperlich und auch psychisch, dass es ihm so schlecht geht, dass es sich einfach nur klein und krampfig macht und du irgendwie das sau schwierig ist, da ranzukommen. Und ich glaube, dass in dieser Phase, die Isria hatte, die jetzt vorbei ist, wovon sie immer noch Teile in sich trägt, aber die wir grundsätzlich, glaube ich, überwunden haben, dass ich sie da nicht mit diesem inneren Bild, das brauche ich zusätzlich, aber da hätte ich sie nicht so rausholen können. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube, es gibt Pferde, da kann das helfen, da kann das ein Anfang sein, aber ich glaube, man muss dann wieder in was anderes kommen. Und ich glaube, das habe ich noch nicht richtig verstanden. Bleibt das ein Anfang oder wie geht es weiter? Da habe ich noch nicht so viel verstanden, wie das da weitergeht. Aber ich glaube, dass es ein Anfang sein kann für Pferde und auch manchmal für ihre so verzweifelten Pferdebesitzer, wovon ich auch einer war ganz lange, sich irgendwas an die Hand zu bekommen, womit man helfen kann, womit man was auslösen kann, um dann weiterzumachen mit zum Beispiel. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Es gibt ja auch Aussagen, Sarah, ich weiß gleich, ich will nur einmal ganz kurz, Gelände, geht raus. So, und da komme ich jetzt auch dabei, Isria war der ging es Zeit, ich konnte mit der nicht rausgehen. Das hätte die, also ja, und ich traue der viel zu. Und ich bin keine Helikopter-Pferdemutti. Ich neige da ein bisschen zu, aber ich reflektiere das. Wir haben sogar die Tierärztin so gesagt, stell die nur in eine Paddockbox, die darf sich nicht selber frei bewegen. Also dieses, ja, geh mal raus mit der ins Gelände, bergauf, bergab, ich bin mir sicher, damit hätte ich die umgebracht. Das tue ich jetzt ganz viel, jetzt ist die so weit und das ist jetzt das Richtige und ist toll. Aber zu dem Zeitpunkt wäre das falsch gewesen, auch mit dem noch so tollsten biotensikalen Gedanke und Zutrauen. So, und von daher glaube ich immer, dass das sehr drauf ankommt, auf den Menschen, auf das Pferd. Und vor allem Schritt 1, also was ein Anfang ist, das muss nicht dabei bleiben, sondern das kann sich und hoffentlich entwickeln. Auch das ist für mich Biotensikrität. Von daher aber Alex und ihr beide zuckt ganz viel, aber so mal kurz aus meiner eigenen Erfahrung und auch meiner eigenen Erfahrung tatsächlich ganz viel. Und noch ganz kurz mit Quaffi. Mit Quaffi habe ich jetzt das zweite Pferd, was eine krasse, ich hatte das Gefühl, er ist 6, eine krasse Diagnose hat mit ECVM. So, ja, also hat einfach einen krassen Befund im 6. Halswirbel. Wir werden schauen, wie es, weil wir haben noch nicht alles durchgeröntgt. Und dieses Pferd habe ich versucht, so ein bisschen so zu arbeiten, wie ich das herkömmlich oder wie das bei Isria zum Beispiel guten Erfolg gebracht hat. Das war bei Quaffi definitiv genau das Falsche. Ich habe ihn da nicht durchgezwungen, weil ich überhaupt nicht so ein Mensch bin, der davon überzeugt ist, ich weiß, wie es geht oder auch keine Pferde zwinge, weil ich der Meinung bin, das kann nie das Richtige sein. Von daher habe ich das sehr beachtet, habe ihn röntgen lassen. So. Und den arbeite ich jetzt sehr anders, nämlich hauptsächlich, liebe Sarah und lieber Alex, mit diesen biotensikalen Gedanken. Ich traue dem was zu, ja. Ich arbeite den sehr viel frei, ich gehe ganz viel mit dem raus und für den ist jetzt im Moment das genau das Richtige. Genau das Richtige, der entwickelt sich dabei prima. Und wie gesagt, schon anhand dieser zwei unterschiedlichen Pferde, und wir haben ja noch viel mehr, die auch alle so viel, von denen wir auch so viel erlebt haben und die auch wieder anders sind,
Ich kann da kein Schema. Ich habe da kein Schema und ich habe da Ideen und ich muss verdammt nochmal auf das Pferd holen. Und mit welchem Gedanken, das ist, glaube ich, ganz wesentlich, aber ich muss so ein bisschen auf diesen Abenteuerspielplatz gehen. Und das Pferd muss aber auch auf dem Abenteuerspielplatz können. Und ich als Mensch muss mich das auch trauen und vor allem muss ich beobachten können. Also, so, das war jetzt mein Wort. Ich muss da noch mal ganz kurz einhaken, bevor dann der Alex gleich darf. Natürlich muss man gucken, was für ein Pferd habe ich da vor mir. Individualität ist natürlich ein großes Thema und nicht nur was für ein Pferd, sondern eben, was ist denn das dann für ein Pferd-Mensch-Team? Das gehört ja dann spätestens dabei zusammen. Und es gibt schon so einen Bereich, jetzt ich kenne die Isrea ja auch und habe sie auch vor ein paar Jahren schon kennengelernt. Und viele Pferde sind natürlich noch nicht an dem Punkt durch das, was sie erlebt haben oder auch akute Geschichten mal kurzzeitig erlebt haben, dann sofort Vollgas loszulegen, sondern du musst natürlich erstmal die Basis dafür schaffen. Und da gibt es dann auch wieder körperliche Parameter, Hufe, Zähne, Sattel, was auch immer, die Haltung, ja, nicht, dass da bei euch jetzt irgendwas im Argen gewesen wäre oder eben skeletale oder andere anatomische Unpässlichkeiten in den Pferden selber, ne? Und dann muss man schauen, was macht man damit. Aber den Pferden ist nicht geholfen mit absoluter Überforderung. Du musst die da abholen, wo die sind, alle. Ne? Sonst geht's nicht. So, und dafür muss ich das erkennen und mich trauen, auch das und auch eine Wahrnehmung haben. Ja. Darf ich auch? Bitte. Klar. Vielleicht, Sarah, lassen wir ihn. Lassen ihn auch mal. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir erstmal überlegen, von welcher Basis gehen wir aus. Haben wir ein, in Anführungszeichen, gesundes Pferd? Da können wir jetzt schon wieder drüber diskutieren, was ist gesund? Also wie viel Prozent perfekter Körper, ab wann ist das Pferd gesund und ab wann ist es ungesund? Jeder hat ja irgendwelche Handicaps. Aber du hast gerade in Beispielen gesprochen, ich möchte da gerne kurz einhaken. Der Poeta jetzt zum Beispiel, den wir haben, dem brauche ich keine Tensegrität erzählen oder erklären. Null. Im Endeffekt muss ich mich da irgendwann draufsetzen, habe ich zu Nina auch gesagt, und ihm nichts kaputt machen. Ist alles gut. Kann ihn machen lassen, nichts kaputt machen, ihr seine Ideen entwickeln lassen. Super. Jetzt gibt es ja aber natürlich auch Pferde, die haben, warum auch immer, vielleicht durch fehlerhafte Ausbildung, durch Traumen, Unfälle, irgendwas. Auf jeden Fall haben die halt irgendwie eine Diagnose, haben Bewegungseinschränkungen. Weil sie einfach nicht so viel in ihrem Fesseln haben. Ja, klar. Also ist ja jetzt egal. Die haben auf jeden Fall irgendwelche Einschränkungen. Und dann gibt es ja natürlich auch Kompensationsbewegungen, wie bei Menschen natürlich auch, weil es halt ja auch dann im Endeffekt hat man sich angewöhnt, mehr das zu tun, weil dann tut es da weniger weh. Und ich glaube, das ist halt wahnsinnig schwierig und traue ich auch nur wirklich wenigen Leuten zu, dann wirklich zu sagen, das ist gut, ich lasse das Konstrukt so, wie es ist, es stabilisiert sich dadurch. Ich meine, ihr seid beide Osteopathen, das weiß ich nun auch, dass das auch so ein Grundprinzip aus der Osteopathie ist. Beim 25-jährigen Pferd ist manchmal besser, eine Blockade oder Blockierung oder wie auch immer nicht zu lösen, weil man das ganze Ding dann sonst kaputt macht. Ding im Sinne von Körper, nicht im Sinne von Pferd. Alles lösen ist oft auch überhaupt nicht gut. Oder halt zu entscheiden, okay, das ist jetzt vielleicht für das Pferd für den Moment nicht angenehm, aber da muss hingeht, ne? Und dann natürlich auch zu entscheiden, wie viel nicht angenehm kann ich akzeptieren und tolerieren, um den Benefit sozusagen danach zu kriegen, aber auch die Erfahrung zu haben und zu wissen, okay, dass der Weg ist, aber es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, es ist ein sehr schwieriges Thema, da können wir uns auch Stunden unterhalten. Mit oft so vielen Parametern, Hufe, ja, natürlich. Zähne, Haltung, Fütterung, Training, boah, also... Und dann kommen wir natürlich auch noch zu dem Punkt, was für Gegebenheiten habe ich. Also ein Freund von uns wohnt in Montana, der reitet seine Jungpferde in die Rocky Mountains und lässt sie am losen Zügel laufen. Ja, klar, die kommen auch in den Rumpftrageapparat, die heben ihren Brustkorb, die heben ihren Widerriss, wenn sie das denn können und jetzt nicht ECVM oder irgendwas haben, was wir jetzt mal nicht hoffen. Aber das ist natürlich ist das jetzt keine Reitpferdebiegung, Rotation oder whatever, wie man das jetzt nennen will. Aber es ist der Aufbau der eigenen Balance gemeinsam mit diesem Reiter, sonst würden sie halt den Berg runterfallen. Das sagt er auch ganz klar, die sollen ihre Beine sortieren, sonst fallen sie den Berg runter. Das sollen sie bitte selber machen. Und natürlich entsteht da was Tensegrales draus, auf jeden Fall.
Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir ja auch sehr bergiges Gelände haben. Wir sind viel unterwegs, auch viel zu Fuß, mit schönen Ergebnissen, auch bei Quaffi übrigens ein ganz großer Faktor, dieses Bergauf, Bergab, ihn sich bewegen lassen, wie er möchte und kann. Aber es haben halt viele einfach nicht. Also wenn jetzt Schleswig-Holstein, plattes Land, Misthaufen ist der höchste Berg um die Ecke und ich kann nur in der Reithalle arbeiten, weil draußen entweder regnet es oder mein Pferd ist wuschig und da fahren vielleicht LKWs vorbei. Ja, das kann man alles üben, ist schon klar, aber ist vielleicht noch nicht da und ist gerade auch nicht angesagt. Ich kann auch nicht am LKW üben, wenn das Pferd irgendein Sehnenproblem hat und dann wild im Kreis rennt und steigt. Das funktioniert halt leider Gottes auch nicht. Das heißt, die Arbeit wird in der Reithalle auf platten Boden verlegt mit hoffentlich gutem Boden. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, wie kann ich jetzt das, was vielleicht da draußen selbst von selbst passiert, bei einem gesunden Pferd nochmal die Bewegung optimiert. Wie kann ich das jetzt adaptieren und vielleicht imitieren in irgendeiner Art und Weise bei meinem Pferd, was eine Diagnose und ein Handicap hat, ohne dass ich jetzt auch da draußen noch durchs Gelände latsche? Weil ihr hört schon, ne? Also es ist ein Wahnsinn, es ist ein Riesenthema. Wir können auch 5 Stunden mit Sicherheit drüber philosophieren. Und ich glaube, wir haben alle die gleiche Meinung oder eine sehr ähnliche Meinung zu diesem Thema. Aber es gibt da ganz viele Faktoren und Facetten in diesem Thema. Vor allem gibt es so viele Richtungen, die von dem und dem ausgehen. Ich glaube, diese zwei extremen Richtungen, die wir gerade besprochen haben, die es ja gerade beim Biotensegrity, biotensegralen Training unter biotensegralen Gesichtspunkten, wie auch immer sich das nennt, diese zwei extrem verschiedenen Richtungen, die gerade ja sehr präsent sind. Ich glaube, da geht die eine Richtung im Moment grundsätzlich von einem kaputten, kranken Pferd aus, was Probleme hat, und die andere Richtung von einem gesunden Pferd. Ist so mein Eindruck. Neben ganz vielen anderen Sachen, aber für mich ist das, und das beides kann man meiner Meinung nach nicht miteinander vergleichen, sollte aber immer unbedingt jeden Tag aufs Neue oder jede Sekunde, jeder Moment mit dem Pferd unbedingt neu angepasst werden. Weil das bringt natürlich niemandem, ein krankes Pferd gesund zu reden und auch nicht ein gesundes Pferd krank. Also das ist so eine hoffentlich ja ein Prozess, der sich entwickelt. Und ein kleiner Punkt noch, Sarah, dann darfst du gleich wieder, Entschuldigung. Ihr habt beide auch was ganz, ganz Wichtiges vorher gesagt. Und zwar hattest du den Weg des Abenteuerspielplatzes oder den Begriff Abenteuerspielplatz mit reingebracht. Und Nina hat den Begriff um Ausprobieren und so weiter, mit dem Pferd gemeinsam Sachen ausprobieren mit reingebracht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das können wir jetzt tatsächlich wieder studienmäßig belegen. Ein ankonditioniertes Verhalten, wenn wir dem Pferd irgendeine Übung beibringen über Wiederholungen, da streiten sich die Geister, aber mindestens 1000 bis zu 3000 Wiederholungen brauchen wir, um das irgendwie in den Synapsen zu verankern, wenn das Ganze im Spiel und Spaß stattfindet, 20 bis 30. Das heißt, man sagt teilweise sogar noch weniger. Oder noch, ich möchte ja jetzt, ne, also greife mal lieber ein bisschen höher oder niedriger, je nachdem. Nur sagen, ich habe letztens von 3 bis 4 Mal okay, gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber. Umso besser. Ich habe jetzt auch keine Studie hier liegen, aber auf jeden Fall wahnsinnig viel weniger, als wenn wir das über ein Training im Sinne von wir machen dies, dann machst du das ausführen. Und ich glaube, das ist halt ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Es ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt und im Endeffekt ist es ja auch ein Stück weit das, was ich vorher schon mal angeschnitten habe, wo sich dann eben aus den Sportwissenschaften das auch wieder so ein bisschen schließt, der Kreis, eine Eigenmotivation, ein eigenes Ansteuern, Spaß und Spiel dabei. Und das andere, also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, beim Reiten oder auch in der Handarbeit tatsächlich ja noch viel schwieriger, den identischen Bewegungsablauf 3000 Mal hintereinander an wie vielen Tagen auch immer herzustellen. Also das ist schon gar nicht so realistisch, wenn man mal ehrlich ist, sondern die Bewegungsabläufe werden halt immer ein bisschen anders sein und ob dann das Pferd genau das rausfiltern kann, was wir denken, was dann dahin gehört, ist gar nicht so wahrscheinlich. Da ist doch die Arbeit mit dem eben mit der Motivation selber oder mit dem mit Spaß und Spiel dabei, mit einer Leichtigkeit, die ja auch allgemein in der Arbeit mit Pferden, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit dem Wort Arbeit, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, also in dem Zusammensein und in dem Zusammen was unternehmen mit Pferden, wird ja doch eine Leichtigkeit eher gesucht. Also ich glaube, keiner von uns möchte mit viel Kraft oder viel Aufwand reiten, egal aus welcher Sparte er kommt. Ja. Ja,
oder wie auch immer man, jeder wünscht sich doch eigentlich ein schönes, harmonisches Miteinander mit den Pferden. Und wenn wir jetzt schon an diese persönlichen Geschichten ein bisschen nochmal anknüpfen, ich habe auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Pferdetypen vom Charakter, vom Inneren, wie sie gestrickt sind, aber auch von ihren Geschichten. Und mein Quarter ist natürlich durch eine Menge nicht jetzt schlimme Maschinerie. Ich habe den jetzt nie irgendwie zusammengezwiebelt oder sonst irgendwas. Aber der ist von seinem Charakter zum Beispiel auch ganz anders. Das ist einer, der will sehr viel, der braucht mehr Unterstützung in seinen Bildern, würde ich jetzt mal sagen, als der andere. Und den Schlüssel dafür würde ich in der Motivation tatsächlich auch noch. Also eine Motivation zum Mitmachen, eine Freude am Mitmachen, die man dem einen quasi nie hat nehmen können, weil so unendlich viel davon da ist und das die meiste Zeit auch nur auf einer Wiese rumstand und darauf gewartet hat, endlich mal leuchten zu dürfen. Also der liest mir jeden Wunsch von den Lippen ab. Der ist auch hochtensigral, so wie dein Poeta in sich, obwohl der Körper, yes, da hat er nicht so viel Glück gehabt wie er, ziemlich viel schon durch, aber das macht nix. Und wenn der sich bewegt, dann merkt man einfach, boah, da ist so viel Stolz und es spannt sich und in alle Richtungen und probiert aus. Und da reichen tatsächlich oft ein, zwei Wiederholungen von irgendwas und dann sitzt das. Und das vergisst er auch nicht mehr. Auch ein Jahr später packt er das noch aus, wenn ich es mal anträge. Und dem wird aber zum Beispiel schnell langweilig. Ja? Der steigt auch im Kopf sofort aus, wenn ich anfange, so geregelter zu arbeiten. Ja? Also wenn ich dann sage, so, wir machen jetzt, ich habe einen Plan und wir könnten jetzt mal mit Schulter herein, da verzieht der quasi schon das Gesicht. Ne? Das macht er dann schon noch, keine Frage. Aber das, was ich eigentlich suche, was ihn sonst so auszeichnet, das ist dann schon deutlich weniger. Und der andere, der möchte das. Ne? Der findet es gut, wenn ich ihm so ein bisschen konkreter ein Bild mitgebe und dann strengt er sich da an. Das ist auch, der hat nicht so viel eigene Ideen in die Richtung früher gehabt, weil er halt das auch in seiner Kindheit nicht gelernt hat, beziehungsweise halt, da ich damals noch dachte, das ist richtig und das erklärt man ja so, ja, wenn man am Strick zieht, dann nimmt das Pferd den Kopf runter, wenn ich ihn darüber drücke, dann nimmt das Pferd den Kopf weg in die andere Richtung oder auch den Körper, also es ist ein Quarter und ich habe ganz am Anfang mal so ein bisschen angefangen da mit Horsemanship und ich möchte das jetzt gar nicht schlecht machen, aber haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, das Konzept, einem Pferd auf jeglichen Druck das Weichen beizubringen, könnte einem hinterher zur Krux werden. Ne? Also, weil wir wollen das ja dann nicht, wenn wir uns auf sie setzen, dann wollen wir, dass das Pferd unter uns sich aufspannt und auflehnt im Endeffekt ja gegen unseren Druck. Und deswegen versuche ich den Pferden das differenzierter mittlerweile beizubringen mit diesem Druckweichen. Ne? Also in einem höflichen. Und vor allem auch, dass wir sie anfragen und sie sofort genau dieses machen. Auch das ist ja... Auch das, genau. Also quasi ein geistiges, ein mentales und ein physisches Weichen wollen wir vom Pferd. Das mentale Weichen ist noch viel. Das mit dem körperlichen Weichen, ich mag auch nicht, dass sie über mich drüber laufen. Na, ich auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, nein. Meine Pferde haben einen sehr höflichen Umgang. Wir pflegen einen höflichen Umgang. Ich versuche ihnen zuzuhören. Ich finde es aber auch durchaus angebracht, dass sie versuchen, mir zuzuhören. Schließt sich auch mit Tensegrität nicht aus, ne? Auch nein, gar nicht. Mal, soft oder dass man mal irgendwie sagt, ey, das finde ich jetzt doof, was du gemacht hast. Also schließt sich ja auch nicht, das gehört ja nee, gar nicht. Ich glaube die auch manchmal an und die dürfen auch mal ihre Meinung äußern, wenn ich jetzt gerade vielleicht was ganz falsch verstanden habe. Es ist eben nichts Generalisiertes, sondern wir sind in einer Kommunikation, in einem Austausch, wie das Pferde ja auch untereinander hätten, wenn wir jetzt nochmal ganz weit ausscheren wollen, aber so unwichtig ist es gar nicht. Wir haben oft ein Bild in unseren Ländern, was Pferde angeht, das hat sehr viel mit Hierarchie und Dominanz zu tun. Und wir übernehmen das quasi, weil wir sagen, ja, das haben die untereinander ja auch so. Ne? Die haben eine Hierarchie und dann dominieren die sich. Aber was wir vielleicht nicht vergessen sollten, ist, dass wir immer ein Bild haben, das sich uns zeigt von Pferden, die gar nicht mehr so viel mit ihrer eigenen Natur zu tun haben, weil sie in Lebensräumen leben und in Gruppenkonstellationen, die so in der Natur gar nicht vorkämen. Und deswegen sehen wir relativ viel Konflikt, der in freieren, größeren, familienähnlicheren Pferdeverbänden gar nicht so vorkäme. Aber was die haben, die kommunizieren sehr, 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 sehr viel. Die ganze Zeit miteinander, aber schon auf Distanz, über Körperspannung, über feinste Signale.
Das können unsere Pferde manchmal auch gar nicht alle, weil sie es nicht gelernt haben. Das muss man dann manchen auch so ein bisschen wieder näher bringen. Aber wenn man eben angefangen hat, eher auf eine Kommunikation, die dann auch mal als Mensch ein Nein aushält von einem Pferd, ne? Also dass auch ein Pferd mal sagen darf, nein, das mache ich nicht, das möchte ich nicht machen, weil ich glaube, das tut mir nicht gut. Diese Nachfrage von einem Pferd finde ich zum Beispiel persönlich voll in Ordnung. Und dann kann ich mich nochmal hinterfragen, brauche ich das wirklich? Ist es angemessen? Muss ich da nochmal hingucken? Oder ist es jetzt gerade was, was ich dann doch mal, aber das gehört halt immer wieder mal hinterfragt, ne, dieses Nachgeben. Zum Beispiel etwas, was ich total möchte, was mir ganz wichtig ist, dass meine Pferde sagen, nein. Oder gerade im Hinblick auf Isria oder Quaffi zum Beispiel, weil die sagen manchmal nein und sie haben recht. Vielleicht auch als Schutz, was ich vielleicht manchmal, sonst wäre ich ja auf einige Sachen gar nicht gekommen, hätte genau. Quaffi nicht nein gesagt an einigen Punkten und hätte er das gedurft. Wäre ich gar nicht darauf gekommen, dass der irgendwie einen krassen Befund an der Halswirbelsäule hat. Warum? Also weil einiges ging halt nicht so und dann habe ich da halt nicht weitergemacht. Also mir ist das ganz wichtig, weil Nein zu sagen ist ja ein ganz wesentlicher Schutz auch und das ist auch was Gutes, das kann ja mir als Mensch auch total helfen. Sowohl in körperlichen Aspekten, als auch wenn wir jetzt zum Beispiel an die tollen Geschichten von Marc Raschi denken, wo er mit seinen Pferden und wo das Pferd nicht in die Richtung, weil das hatte recht, in die andere Richtung. Also ich wünsche mir sogar, dass meine Pferde Nein sagen. Wenn ich dann doch sage, dann möchte ich, ne, dann ist es auch ein Doch, ja. Aber darüber kann man ja auch, wie du so schön sagst, Sarah, kommunizieren. Weil wenn es kein Nein gibt, dann ist es keine Kommunikation. Wenn kein Nein erlaubt ist in der Kommunikation, dann ist es doch keine Kommunikation. Ja, und das hat eben viel mit diesem Komplex zu tun. Eben bringe ich meinem Pferd physisch und mental bei, permanent zu weichen, mich nicht anzuzweifeln, sondern einfach nur sich in was auch immer ich möchte zu ergeben. Was wäre ja dann unter anderem auch erlernte Hilflosigkeit, das könnte dann darin gipfeln, ja, da gibt es natürlich viele, viele Zwischentöne, ja. Und genauso ist es, also ich möchte ja auch nicht, dass ein Pferd, das bringt dem Pferd nichts und der Allgemeinheit nicht, wenn die völlig außer Rand und Band, ohne jegliche, das geht halt nicht in unserer Welt hier, das wird dann schnell mal auch gefährlich, aber eben darüber. Damit helfe ich auch nicht und da braucht auch jeder was anderes, ne? Ich kann die schon auch an die Hand nehmen, klar. Also genau, muss man ein bisschen. Und dann muss man halt noch individuell entscheiden, eben der, wenn man ihnen das halt mal genommen hat, also so dieses, dass man das Gefühl, dass sie auch Nein sagen dürfen und eine, also dass ihre Meinung und ihre Körperlichkeit da auch respektiert werden, dann dauert es unter Umständen schon eine Weile länger, bis man das dann wieder herstellt. Das habe ich halt bei meinem älteren Pferd, beim Buddy, der ist jetzt 23, ein Quarterwallach, erlebt, das hat tatsächlich lange, also Jahre gedauert, obwohl ich ihn vergleichsweise, glaube ich, wenig zur Schnecke gemacht habe im Vergleich, was man so mit Pferden machen kann im Allgemeinen, aber einfach, weil er ein sehr sensibler Charakter ist, hat ihn das sehr mitgenommen und es hat lang gedauert, bis der sich wieder getraut hat, so mit eigenen Ideen zu kommen. Das war der schwierigste Schritt im kompletten Training. Ja, seit er das geknackt hat oder ich gemerkt habe, wie viel man ihn da fördern muss oder allgemein, wie sehr man ihn da aufbauen muss in seiner Ideenfindung, sich überhaupt mal zu trauen, eine Idee zu äußern als Pferd, die man vielleicht sogar hätte, aber die dann auch dazu bringen. Und seitdem, also der ist jetzt 23 und bewegt sich trotz aller Arthrosen, die er im Körper angesammelt hat, so über die Jahre, um vieles tensigraler und besser als mit 5. Na, das ist, also ich hätte gern Videoaufnahmen von damals im Vergleich zu heute. Ja, ich meine, euer Toni ist ja auch so ein Phänomen, wenn ich den halt freue ich mir immer einen Ast ab. Das ist auch so ein großartiger, genau, aber gerade der Toni, der freut mich da immer riesig und der Buddy, der hat sich, ich habe mit dem zum Beispiel nie an irgendwelchen Passagen piaffen, weil er eben jetzt Arthrosen im Hals hat und ich ihn da nicht mehr vorne irgendwie mit Zügeln begrenzen wollte. Jetzt habe ich aber den anderen Kleinen, der macht das mit links
Und der Große, der stand halt immer auf der Wiese daneben, hat sich das angeguckt, hat gemerkt, wie ich mich da freue, wenn der andere so lustige Bewegungen macht. Und irgendeines schönen Tages kam er an, hat gesagt, ich möchte jetzt aber auch mal hier im Kreis um dich rumtraben. Habe ich gemeint, ja, kannst du schon machen, probier mal. Und dann hat er da so rumgetrabt, ich habe mich ein bisschen groß gemacht, angespannt, inneres Bild. Und was macht er? Klack, klack, haut oben zwei Passagschritte raus. Das erste Mal in seinem Leben mit Anfang 20 dachte ich, okay, nehme ich, freue ich mich, können wir wieder einhaken. Und jetzt kommt da immer, immer, immer mehr. Und das Schöne ist halt, er probiert es selber. Ich fordere das nicht. Na, ich baue mich auf und sage, ich laufe in einer Haltung mit viel Spannung und habe Spaß mit dir. Und er freut sich halt, dass ich mich freue. Und er freut sich aber auch über seine größere Bewegungskompetenz und ein besseres Körpergefühl. Ne? Und das ist unabhängig von Arthrosen oder anderen Geschichten für jeden in seinem Maß ja auch noch herstellbar. Ja, da müssen wir ja jetzt nicht auf den perfekten Körper warten, weil dann wird es echt schwierig. Sondern da können wir auch jeden da abholen, wo er ist. Tensegrität schließt sich mit dem nicht aus, also deswegen ist es schwierig zu unterscheiden, wo ist ein Pferd krank und wo gesund, um da nochmal vorne anzuknüpfen. Und trotzdem, wenn wir dann die Belastung steigern, na, muss man halt schauen, wie viel packen sie. Aber das muss man dann auch bei jedem wieder einzeln hinspüren, ob es noch da ist oder ob sie es halt nicht mehr halten können. Und muss auch auf die hören, wo du das gerade gesagt hast, zu Toni nochmal. Da hat sich auch in letzter Zeit was verändert, weil der ist Herdenchef immer gewesen und ist er auch noch. Und der ist so tensegral, vor allem auch psychisch, körperlich auch, aber der ist ein sehr besonderes Pferd, Alex, ne? Der uns extrem beeinflusst hat. Der ist so tensegral von seiner Psyche, das ist der Hammer. Und der ist so tensegral und auch das gehört dazu, dass er in bestimmten Situationen inzwischen abgibt, weil der weiß, der ist alt, der ist vielleicht nicht mehr so schnell, an den Humbi zum Beispiel. Aber das machen die mit so feiner Kommunikation auf und aus. Und dann ist er wieder der Chef, weil der Toni, glaube ich, einfach einschätzen kann, so, und jetzt wird er wieder gebraucht, weil jetzt wird eher Erfahrung gebraucht oder gute Einschätzbarkeit. Und wenn es aber um Sachen geht, wo man mehr Körperlichkeit, dann übernimmt das Humbi. Und das regelt meiner Meinung nach auch ganz klar Toni, wer jetzt was regelt. Das finde ich auch nochmal ganz schön, ist mir jetzt aber gerade erst eingefallen, als du darüber nachgedacht hast, so bewusst, dass das für mich auch dazu gehört hat. Wo sind auch unsere Grenzen? Wo können wir abgeben? Wo nicht? Was trauen wir uns selber zu? Was schaffen wir? Was vielleicht aber auch nicht? Nicht oder nicht mehr? Habt ihr ja jetzt beide gesagt, ne? Das ist aber ja ganz, ganz natürliches Pferdeherdenverhalten im Gegensatz zu dem, was landläufig die Meinung ist. Das ist der Boss, der buttert alle unter und die anderen haben nichts zu sagen. Aber es würde jetzt natürlich hier den Rahmen sprengen. Da können wir ja gerne nochmal einen Podcast drüber machen. Da gibt es auch noch ein, zwei, haben wahrscheinlich jetzt dieselben Leute im Kopf, ganz spannende Leute, die sich da auch viel mit beschäftigt haben, gerade mit Wildpferden. Das ist dann auch alles nicht so einfach. Wir sind schon ein und Viertelstunden dabei, Mädels. Wir sind aber doch noch lang nicht fertig. Wir haben gerade erst angefangen. Das spricht dafür, was für ein umfangreiches Thema mit wie vielen Ideen und Eindrücken und Ansätzen und Herangehensweisen. Das ist einfach. Also ich glaube, wenn ich das mal kurz so zusammenfassen darf, was wir unseren Zuhörern mitgeben wollen: Bleibt offen, bleibt kreativ mit den Pferden, probiert Sachen aus, lasst die Pferde ganz viel ausprobieren, hört in die Pferde rein, habt selber eine gute Idee, guckt, was das Pferd davon mitnimmt, habt natürlich vielleicht eine Struktur und eine rote Linie, aber die kann auch zwischendurch mal blau und grün werden und eine kleine Kurve machen. Und lasst das Pferd, die rote Linie euer Pferd sein, ja, ihr selber. Und guckt, was habt ihr für eine Idee. Es ist so, so, so viel schöner, mit Pferden zu arbeiten, wenn man sie nicht anlektioniert in irgendeiner Art und Weise, sondern wenn man zusammen Bewegungen, was auch immer, das kann ja ein Rechtsgalopp sein oder einfach ein guter Schritt oder whatever, einfach Bewegungen zusammen entdeckt und entwickelt und reinhört und dann ja, sich freut und dem Pferd auch mitteilt, dass das halt cool war oder toll war oder dass wir das auch schön und gut finden, was es da gerade macht. Oder?
Sarah, Nina, ja, und mit, ein kleines Wort zum Abschluss, ihr beiden. Genau, ein kleines Wort zum Abschluss noch, genau, weil mit der Bewegung, das heißt, da hast du jetzt den Bogen wunderbar geschlagen, mal wieder in meinen Kopf, weil ich habe auch gerade noch drüber nachgedacht, was können wir denn noch so ein bisschen, und ich hatte es, glaube ich, für die Jungpferde am Schluss auch schon gesagt, was ich persönlich, aber ich glaube, ihr schon auch sucht, ist schöne Bewegung. Aber was ist denn schöne Bewegung auch miteinander? Schön ist natürlich auch von innen schön, aber um ein bisschen wieder zurückzukommen, nochmal zum Abschluss zu den Fakten, ein federndes, na, ein aufgespanntes, eine federnde Bewegung, etwas, was nicht schlurfend, plump, irgendwie eckig, kantig, ist immer ein gutes Zeichen für ein gutes tensegrales System, etwas, was eben aufgespannt ist und wie so die Spannungen und die Kräfte, die auf das System kommen, aufnehmen und einfach wieder abgeben kann, ne? Ohne dass es irgendwo quasi drin verhakt und verklumpt. Könnt ihr mit dem Bild, wenn ich so hier was anfangen? Möglichst wenig aktive muskuläre genau. Arbeit, die hinzugefügt werden ganz muss. Genau. Das muss es immer sein, es ist ja kein Perpetuum mobile, aber eigentlich Speicherung und elastische Entlassung von ja. Energie. Nicht ja. zu verwechseln, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, mit Spannungsdrill. Danke. Ja, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen, Alex, nicht zu verwechseln mit Verspannung, was man leider oft sieht im Pferdesport vor allem. Oder auch unspektakulärer in dann zwar nicht so hochtrabenden Bewegungen, aber eben Bewegungen aus Verspannung heraus. Aber die haben normalerweise diese spezielle leichte Federkraft, die man wahrnimmt, wenn sie wirklich tensegral sich bewegen. Das sieht man am besten noch bei kleinen Fohlen. Na? Wenn so ein Fohlen über die Wiese na, im Trab oder auch rumgaloppiert, das sieht irgendwie so die Ausstrahlung, die das hat. Oder aber auch die Bewegungsqualität, die sie haben, wenn sie das mitbringen. Und das suche ich persönlich, aber ich glaube, ihr schon auch. Egal, ob das jetzt dann ein Schritt ist oder ein Galopp oder ein Trab, sondern dass ich das in sich mit möglichst wenig, mit viel Leichtigkeit und ohne zu viel Krampf und Kraft bewegt. Und wenn das Ergebnis ist, von welchem Ideenansatz auch immer, den wir da verfolgen, ja, dass ich merke, oh, das wird leichter, größer, schöner, spaßiger. Ja, die Pferde werden immer motivierter, die wollen was machen, die stehen da und sagen, komm, wir spielen doch mal, wenn die Tagesverfassung stimmt, ja, dann genau, dann geht das, glaube ich, schon in eine ganz schöne Richtung, in der man weiter experimentieren kann und den Abenteuerspielplatz in welche Richtung eben mal beleuchten und angucken. Offen, sehr offen für alles, was da so kommt, auch an Ideen von den Pferden. Mutig auch ein Stück weit, ne, Sachen zuzulassen, Ideen von den Pferden, wo wir erstmal denken, aber die sind uns sehr wohlgesonnen, brauchen wir uns normal nicht fürchten. Die sind nett, ne, genau. Die Pferde sollten der rote Faden sein. Meine haben immer recht und die ich so treffe, eigentlich allgemein auch. wenn man ihnen zuhört, ist das schon, hilft einem das viel weiter. Voll. Und dabei stören manchmal einfach klare Vorstellungen, sondern total. Und jetzt mit dem Pferd zu sein in hoffentlich neugierige, wachende, aufgeweckte, strahlende Augen zu schauen, die einfach bei einem sind und sagen, bei sich selber sind und auch bei mir als Mensch und sagen, was machen wir denn heute? Ja. Genau, das ist positiv. Ja. Gut, wenn ihr zugehört habt, auf geht's, Jacke an, Reitklamotten. Unsere Pferde stehen schon da. Bequeme Klamotten genau, an, gutes geht's. Schuhwerk an, los geht's in den Stall. Entdeckt das Leben mit euren Pferden, ob im Sattel, am Boden, im Gelände, in der Halle, whatever. Habt Spaß, habt Freude und traut euch auszuprobieren und ja, mit den Pferden zusammen kreativ zu sein. Ganz, ganz lieben Dank, Sarah, dass du wieder dabei warst. Das ist der längste Podcast bis jetzt. Das wird, dass wir jetzt hier Schluss machen. Wahnsinn. Ja, genau. Das wird immer länger. Ich glaube, aber es ist halt auch immer so, es gibt ja auch immer so viel da zu erzählen. Und wenn, ja, in der Hoffnung, dass es allen gefällt und ein bisschen weiterhilft. Und neugierig macht. Und neugierig macht auf mehr. Genau so. Vielen Dank, Sarah. Fortsetzung folgt. Danke, ja. Zuhörer. Macht's gut. Sehr gern.